Welche Maßnahmen zur Risikovorbeugung hat der Unternehmer? Das Schlüsselwort hier für diese Frage ist also Risikovorbeugung. Und in Risikovorbeugung steckt natürlich ein anderer Gedanke mit drin, der heißt Risikofrüherkennung. Denn nur wenn ich das Risiko früh erkenne, dann kann ich mich vorher beugen. Vorbeugung bedeutet vorher beugen. Ja, nicht nachher schreien über die Konsequenzen und dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern vorher eine Sicherung anbringen, dass das Kind nicht in den Brunnen fällt. Dafür muss ich aber das Risiko erkennen, dass das Kind in den Brunnen fallen kann. Okay, was kann der Unternehmer tun? Da wir weiter jetzt hier nicht eingeschränkt sind, können wir uns jetzt irgendein Unternehmen vorstellen und wir stellen uns natürlich ein Unternehmen vor, das möglichst viel hergibt. Zum Beispiel stellen wir uns vor, einen Produzenten und da könnte eine Maßnahme sein, kritische Auswahl der Lieferanten. Denn wenn Lieferanten mir schlechte Bauteile liefern, dann baue ich die in mein Produkt vielleicht ein und dann habe ich dann nachher ein großes Problem, weil durch das Produkt jemandem Schaden entstanden ist. Deswegen fange ich schon sehr früh an, nämlich schon bei den Lieferanten. Optimale Lagerbestände herbeiführen. Ja, was heißt das? Ich minimiere jetzt hier oder beuge dem Risiko vor, dass ich zum Beispiel auf Lagerbeständen sitzen bleibe. Deswegen beobachte ich sehr genau, wie viel ich einkaufe, ich schaue, wie viel bekomme ich in welchem Monat verkauft, ich sehe die saisonalen Schwankungen, ich sehe das alles vorher, ich beuge mich vorher und führe optimale Lagerbestände herbei. Dann generell, denn Risikovorbeugung ist Risikofrüherkennung, muss ich eine Marktbeobachtung genau betreiben. Ich beobachte den Markt. Ich beobachte vor allem, also Marktbeobachtung bedeutet, ich habe den Fokus auf Trends. Trendfrüherkennung könnte man sagen. Ich erkenne also früh, wo die Reise hingeht. Ich erkenne Trends. Früh, ja, wenn einer etwas Neues tut, ist das noch kein Trend. Aber wenn mehr Leute dazukommen und irgendwann eine kritische Masse erreicht wird, dann haben wir einen Trend. Und wir haben genug Beispiele in den letzten Jahren, wo Unternehmen einen Trend verschlafen haben. Schauen Sie sich Quelle an. Ja, das Quelle-Versandhaus hat den Trend Internet komplett verpennt und die Konsequenzen sind bekannt. Also ich muss den Markt beobachten, speziell beobachten die Entwicklung, die Trends früh erkennen, dann kann ich mich vorher beugen, indem ich vorher schon überlege und dann handle und nicht nachher vom Trend überrollt werde. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.